Jo, liebe Leute, und was geht? Willkommen zu einer neuen Folge von Freebuild. Und ja, wir haben ja letztens so ein Feld gebaut, beziehungsweise hier sind auch schön gewachsen schon. Ein paar Bäume angepflanzt, das schaut mega cool aus. Und das ist ja die Grenze. Und ich werde mal schnell was essen. Und heute werden wir uns ja mal den Boden herinnen anschauen, würde ich sagen. Kann man vorschlagen. Essen habe ich eh mal, gut. Entweder wir machen mal Steinboden oder wir machen alles aus Gras, aber Gras, glaube ich, blöd ausschaut. Das heißt, wir werden das alles mit Cobblestone mal machen. Wir werden im Endeffekt eh Teppich draus machen, also Wolle holen nachher sehr viel. Aber ich baue jetzt einmal alles schnell ab, Leute. Dann werden wir das alles aus Cobblestone ersetzen. Und dann schaut es, glaube ich, auch viel besser aus wieder. Ja, gut, dann werde ich noch schnell kurz einen Cut machen und das einmal alles abbauen, außer die vier da, weil sonst ist eh alles normal. Ja, gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, jetzt habe ich mal alles abgebaut, wieder hingebaut, alles aus Cobblestone. Und ja, gut, wir werden jetzt einmal alles da reingeben, was ich nicht mehr benötige. So, dann werden wir kurz schlafen gehen. So, haben wir das auch wieder mal. Und ja, so schaut nachher circa mal der Boden aus. Wir werden nachher alles einmal mit Teppiche ein bisschen verzieren und so. Aber das dauert noch ein bisschen. Gut, da vorne ist ja der Colin, glaube ich, heißt er jetzt. Der hat auch schon ein bisschen weiter gebaut, Turm. Und ich würde sagen, das Problem ist, ich glaube, die Bäume sind zu viel. Ich möchte doch eher, wie gesagt, ich habe es vorhin im letzten Video erklärt, da eine Mitte machen, also so einen Zaun quasi und da auf der linken Seite Bäume und auf der rechten Seite die Tiere. Das werden wir jetzt einmal machen. Das heißt, ich baue jetzt einmal das ab. Ich sagen, das baue ich mal ab, alles da. Also nicht alles, zumindest das hier noch. So. Und ja, heute schaue ich mal wegen ein Quest-System bzw. Loot-System. Das ist so ähnlich wie Quest-System. Ich glaube, fast jeder kennt so ein Loot-Plugin. Und wenn ich das noch habe, dann werde ich das sofort einfügen. Beziehungsweise ich schaue mal, ob ich das selber irgendwie programmieren kann. Und wenn nicht, kann ich ja meinen Dev fragen, vielleicht kann ich das mal anschauen oder beziehungsweise mal versuchen, ob er es hinbekommt. Er wird es hier hinbekommen, aber wie lange es dauert, bla bla. Und dann wird auch ein Create-System, weil, wie gesagt, ihr könnt ja voten mit /vote, dann bekommt ihr einen Key und mit dem Key könnt ihr nachher natürlich zum Spawn gehen und dort wird noch eine Truhe stehen, wo ihr nachher looten könnt. Ich zeige euch das mal kurz, ich vote jetzt, nein, ich bin kein Roboter. Da voten. Da habe ich jetzt gewotet. Da steht, du hast ein Vote-Key bekommen. Danke fürs Voten. Genau, das ist quasi schon noch so aus. Das ist ein Vote-Create-Key. Und ja, genau. Wollte nur mal so kurz erklären. Und so, jetzt zurück zum Haus. Ich würde sagen, hier ist circa die Mitte. Jetzt schaue ich mir noch schnell an, ob ich noch Zäune hätte zum Trennen. Nein, nicht wirklich. Eins hätte ich nur mehr. Okay. Schaue ich schnell, ob ich da irgendwie, was braucht man denn schnell für Zäune? Zäune bräuchten wir Schichtenholzbretter und Sticks. Da bräuchte man mal nicht viel, ich glaube 10 reichen vollkommen. Das heißt, ich mache jetzt einfach einmal alles. Dann mache ich ein paar Sticks, mehr brauche ich nicht, so 4, also 3 oder so. Genau, dann werden wir das getrennt machen. So, so, so. Ha, reicht vollkommen, Leute, reicht vollkommen. Gut, haben wir ein paar Fichtenholzzäune und die werde ich schnell einmal hinstellen. Circa da ist die Mitte. Auf, so. Genau, circa die Mitte. Da würde ich sagen, kommen die Tiere rein. Das heißt, da mache ich einmal komplett zu, also nicht komplett, sondern ja. Da hat sich genau das Zauntor. Das Zauntor ist, glaube ich, ist, umgekehrt jetzt. Das heißt, ich mache ein paar Sticks noch. Machen wir das so. Ich glaube, so ist das mit Zauntor, oder? Jawohl. Merke ich mir das schon wieder. Gut, dann mache ich da das Zauntor hin, Leute. Und wir haben mal ein kleines Gehege. Und da kommen ein paar Tiere rein, wie zum Beispiel Kühe, Schweine, Hühner und bla bla. Das heißt, ein bisschen gemischt. Hier sind die ersten Weizen fertig. Das hat auch geklappt mit dem Kürbis. Das ist auch nicht so schlecht jetzt. Das passt einmal. 27 Weizenkörner habe ich. Das heißt, ich werde da einmal das alles hinpflanzen. Ja. Gut. Ja, passt.
da, okay, das geht da nicht, vielleicht mir kein Platz oder keine Ahnung, warum das nicht geht. Ich baue das jetzt mal alles da ab. So, Kürbisse, mit den Kürbissen könnte ich wieder neue Kerne machen. Ich würde es da mal hinpflanzen und dasselbe werde ich hier auch machen. Ja, genau. Gut, aber da brauche ich nachher noch ein paar Weizenkörner, dass ich das wieder alles anpflanzen kann. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt Zufall war, weil ich sehe, da ist wieder ein Kürbis, das, ja. Ich weiß halt nicht, ob man da irgendwas draus macht, also ob man das irgendwie einstellen kann, auf welche Seite der wächst oder nicht. Weiß ich leider nicht, aber ja. Okay, aber ihr wisst, es funktioniert einmal circa, das passt einmal und ja, gut. Karotten brauche ich nachher noch und das muss ich noch alles einmal schauen. Vielleicht finde ich immer mal ein Dorf, keine Ahnung. Eisen habe ich auch noch, gut zu wissen. Eisen lege ich auch mal rein, Weizen lege ich mal, alles da rein. Schlüssel auch, das hebe ich mir da schon auf. Gut, Wolle hätte ich sogar noch, da wäre man noch, also ist eh voll, okay. Gut. Ich würde sagen jetzt einmal, also hier kommen die Tiere rein, ich schaue mal, ob in der Nähe jetzt einfach so mal ein Tier irgendwo ist. Obwohl, da brauche ich auch wieder Karotten und so, weil ich habe nur Kürbisse und Weizen. Ich glaube Schweinchen zum Beispiel mögen Karotten, Kühe Weizen und Hühner glaube ich Weizenkörner, bin mir jetzt aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Ist auch noch Kohle, gut zu wissen. Genau, da würde ich sagen, ja. Entweder wir suchen mal in einem extra Video die Tiere und hier werden wir jetzt mal schauen, was wir da noch machen könnten. Ja, hier möchte ich jetzt so Shops Truhen machen, das könnte ich auch einmal, stimmt, das könnte ich auch einmal ein extra Video machen oder beziehungsweise mal erklären nochmal. So, das baue ich einmal alles schön ab, dass man da ein bisschen gleichmäßig. Genau. So. Hier wollte ich noch Stiegen wollte ich noch machen, Leute. Stimmt. Steine habe ich ja eh sehr viele. So, jetzt ist die Frage, wie war denn das mit die... So war das, genau. Gut, haben wir das auch einmal. Zwei kann ich reingeben, brauche nur zwei. Und dann haben wir Stiegen auch einmal. Schaut auch, glaube ich, viel besser aus. Genau. So haben wir das einmal. Ja, Tiere schauen wir, glaube ich, einmal extra Videos, suchen wir nach Tieren, beziehungsweise vielleicht finde ich ja mal irgendwann zufällige Tier oder so. Ich schaue jetzt mal beim Colin, zu meinem Nachbar, was der alles schon hat. So. Schauen wir mal, was der alles hat. Aha, da kommt man gar nicht einmal rein. Wo kommt man da irgendwie rein? Ja, da kommt man, glaube ich, rein, oder? Nur muss eine Tür geben, oder? Ja, hier. Aha, der auch nicht immer so schlecht. Hier zieht Colin hin. Hat er jetzt eigentlich den Plot geclaimed? Ja, hat er. Gut. Hat er geclaimed. Gut. Aha, schaut gar nicht einmal so schlecht aus. Ah ja, man kann jetzt bei seinem eigenen Plot slash Plot Upgrade machen. Das heißt, ihr könnt jetzt euren Plot selber einmal upgraden. Falls ihr das benötigt. Ja, habe ich so eingestellt, weil anders ist leider nicht gegangen. Also habe ich das einmal so eingestellt, bis einmal eine andere Lösung kommt. Aber ihr könnt jetzt quasi ein Plot claimen und dann gleich schreiben slash Plot Upgrade. Dann könnt ihr euren Plot upgraden. Ja, nur so als kleine Info. Create System werde ich heute, beziehungsweise Loot System werde ich heute mal programmieren, versuchen zu programmieren. Ich habe jetzt ein bisschen mit Programmieren gelernt, also wie das circa so alles funktioniert. Vielleicht schaffe ich es ja, ich schaue mir separat ein Video an. Vielleicht kann ich ja ein bisschen anders da programmieren als sonst. Ist der Flash auch? Nein, oder? Der Flash auch, oder? Nein, oder? Flash ist der aber nicht. Nein, weil irgendwie wäre ein Follower jetzt. Gut, dann würde ich sagen, wir werden auch einmal auf Dorfsuche gehen. Weil er hier hat sich auch schon irgendwer mal Werkbank genehmigt. Das ist Spawn. Das ist auch ein riesiger Schlucht, Leute. Oh nein. Schalalalalala. Das ist genau vom Huhn. Oh mein Gott, nein. Super, Leute. Was so. Boah, ich hab voll nicht geschaut jetzt. Okay, ja, super. Ich habe jetzt nichts Wichtiges dabei gehabt, aber trotzdem hat er meine P-Punkte. Oh, Digga, komm jetzt, was, ernst?
Ah, jetzt kann ich da wieder raufgehen oder rübergehen irgendwie. Sieht man eigentlich der Last Death? Na, sieht man eigentlich nicht. War auch mal ein cooles Plugin, wo man den letzten Tod sieht, so ein Strahl oder so. War auch ein cooles Plugin eigentlich. Aber irgendwo da war das, oder? Ja, aber da war. Ja, genau, da waren meine Sachen. Ah, Digga. So. Ja, schön für dich. Lama, oder? Ja, Lama, glaube ich. Cool. Schauen wir jetzt ein bisschen mal da um, Leute. Mein Gott, Digga, was ist los jetzt? So. Was ist denn da alles? Ein Dorf wäre mal cool, Leute. Falls ihr mal ein Dorf gefunden habt, schreibt es mal in die Kommentare. Was ihr wollt, wäre mega nice. Weil dann braucht Karotten unbedingt. So. Was ist denn dahinter, glaube ich, fangt nach Wüstengebiet an, oder? War das nicht die Wüste oder war es noch Schnee? Ich glaube, das war sogar noch Schneegebiet, glaube ich, jetzt einmal. Bin mir aber nicht sicher. Hallo? So. Nein, da fangt wieder was anderes an. Normalen. Ah, Lava-Werk da. Vielleicht einmal so schlecht. Sorry, meine Karte schaut irgendwie blöder jetzt rein. Draußen so. Gut, ja, ist mit Backup nicht einfach ignorieren, das muss ich noch konfigurieren besser. Jetzt muss ich noch schauen, was da wieder Fehler ist, weil dann wird das automatisch ein Backup erstellt. Sorry, Leute. Okay, ich glaube, irgendwie tut Rasen mähen. Da schaut meine Katze immer so. Ah, ja. Gut, habe ich eigentlich schon mal eine Home gesetzt? Ich glaube schon, aber ich glaube, jetzt mit meinem Glück, glaube ich, war es die Lobby. Okay, gut zu wissen. Gut, werde gerne gleich schlafen gehen, Leute. Und, ja, Boden haben wir jetzt einmal. Karotten wäre jetzt einmal cool, dann ein bisschen Rohstoffe, das heißt Eisen zu farmen. Und, ja, aber wir haben eh so viel. Irgendwo muss er mal. Da werde ich noch überlegen, was ich da mache. Entweder eine Mauer. Das weiß ich eben nicht, Leute, wie ich das mache. Ich könnte mal Kommentare schreiben, was ich da so machen könnte. Ja. Genau, habe ich da noch irgendwas? Das ist auch nichts. Da waren wir schon. Genau, da waren Kohle habe ich einmal genug. Das ist mal nicht schlecht. Kohle. Eisen und so wäre noch cool. Und Gold ein bisschen. Und besser Dias. Und ja, gut Leute, das war's einmal. Also wie gesagt, nächste Folge werden wir mal schauen, entweder Rohstoffe suche gehen, Dorfsuche oder irgendwer hat sich dazu recht dazu. Rohstoffe oder Rohstoffe, Dorfsuche oder auf Tierensuche gehen. Also das könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schreiben, was ich als nächstes machen soll. Mache ich wieder zu. Und ich möchte unbedingt, entweder ich tue das extra Video machen oder in ein Video einbinden. Und zwar, wie man so einen Shop erstellt, habe ich schon mal erklärt, aber ich erkläre es nochmal in einem Video. Und dann mache ich gleich meine ersten Shops. Wollte ich hier noch Sterne so hinmachen, glaube ich, wo man da die Truhen hinstellen kann. Könnte man machen, ja. Genau, das mache ich auch einmal. Entweder ich binde das in einem Video mal ein oder ich mache dann ein extra Video dazu. Und ja, danke fürs Zusehen, Leute. Falls es euch gefallen hat, einfach mal ein Like da lassen. Und falls ihr mitspielen möchtet, einfach IP ist game-sucht.de, aber steht nochmal in der Beschreibung geschrieben. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Und ja, abonnieren nicht vergessen, Leute, und haut rein. Ciao.